Hamlet redet mit sich selber und kann nur so im Denken weiterkommen. Und weil er so viel denkt, handelt er extra nicht. Er findet einen Geist oder sieht einen Geist. Hamlet ist aufgeteilt auf 5 SpielerInnen. Und was ich an der Inszenierung ganz reizvoll eben finde, ist, dass Hamlet sich auch die Dinge vorstellt. Ab dem Moment, wo man andere Figuren wie Geister sieht, dann ist man schon an seinem tiefsten Punkt. Das Problem im Stück ist nicht, dass er Geister sieht, sondern dass es sein Vaters Geist ist. Also, der immer wieder zurückkommt. Also immer, wenn Hamlet sagt, ah, ich schaff das nicht, ich mach das nicht, kommt dieser Geist. Und das ist eigentlich der, der ihn immer wieder in dieses Denken auch zwingt oder auch in den Versuch des Handelns. Vielleicht ist es auch so eine Selbstfindung von Hamlet. Thank you.